Nee, sag Achtung, Landung. Ja, tatsächlich, du hast recht, hier ist sie. Abflug, Abflug, Abflug. Oh, ich habe ein Leben verloren. Aua. Nein, Link, nicht dein Schwert rausholen. Nein, du tötest sie nicht. Pack das Ding wieder ein, es sind Kinder anwesend. Ja. Wenn das nicht Mike ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogel hat sich bei unserem Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Irgendwie konnten wir hier zwar notlanden, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann allerdings sowieso nicht weg hier, bevor ich deine Verletzung versorgt habe. Und dafür brauche ich Medizin. Warte, willst du mir sagen, du bist ja schon seit Wochen mit diesem Vogel halb tot, halb krank hier am Rumliegen und willst ihn nicht weg, weil du nicht willst, dass er stirbt, aber er stirbt, wenn du nichts machst? Okay. Und zwar keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Kannst du mir bitte Vogelmedizin bringen, Mike? Tut mir leid, ich habe leider zu... Ja, klar. Danke, du bist ein Lebensretter. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder. Geh zu ihm. Bestimmt macht er sich schon Sorgen und wartet am Dorffest des Wolkenhorts auf mich. Ah, du hast schon mit ihm gesprochen? Das macht die Sache einfacher. Mein Vogel und ich warten hier. Wir verlassen uns auf dich. Danke. Okay, es ist, glaube ich, offensichtlich, was zu tun ist. Genau. Du nimmst sie mit in dein Bett. Oh. Ja. Gibt es noch andere Sachen, die wir machen können? Zum Beispiel hier irgendwelche Truhen? Ne, hier gibt's keine Truhen, glaube ich. Es gibt doch andere Sachen, die wir Das habe ich noch nicht gemacht, hier. Das haben wir gemacht. Das 25. Mal. Das hast du schon das letzte Mal gesagt, das war schon mein Ja, habe ich. Nein, hör mir zu. Wir haben das gemacht, aber wir haben hier nicht den Highscore geknackt. Da kriegt man ja auch noch was. Oh, um 18 Uhr wird Jackpot. Ich dachte, du wolltest was anderes. Hä, hey, guck mal hier. Nein. Freitags, Mike. Freitag spielen wir jetzt immer Partyspiel, das konntest du schon die ganze Zeit machen. Das wusste ich nicht, das ist ja voll einfach mit Controller. Du hältst hier gedrückt? Das ist ja voll einfach mit Controller. Das war auch meiner Meinung nach einfach mit dem Dings, mit dem Joy-Cons. Okay, keine Ahnung. Ja, holen wir uns die Vogelmedizin. Was? Das meine Schwester schon gesehen? Ihr Vogel ist verletzt und kann nicht fliegen? Oh nein, bring ihr schnell das hier. Diese Pilzspuren sollten ihren Vogel helfen. Du trägst zu viel mit dir herum. Verpiss dich und komm erst wieder, wenn du was hast. Ich weiß nicht, ob ich mir das sicher bin. Ne? Pilzsporen. Sie stammen von einem gigantischen Pilz. Mit ihnen kannst du die Verletzungen des Vogels halten. Warte mal. Ich kriege ja jetzt gerade eine neue Flasche dafür, ne? Ja. Zwei Sachen. Kriege ich die Flasche am Ende? Und zweitens, warum ist da Sand drin? Also erstens, das ist ein Pilzsporen. Damit geht es nicht dem Vogel bald besser. Flasche. Ah, die geht behalten, die Flasche. Yeah. Genau. So, hier sind wir bei ihr. Und diesmal wollen wir ihr helfen. Wehtun. Nein, helfen. Hol sie mit ins Bett. Stopp. Da habe ich schon jemand anders mit dem Staubsauger für. Ah, Pilzsporen, so ein Glück, dass sie mir jetzt hier mitgebracht. Nicht geben. Du Ungeheuer. Nein, okay, komm. Wow, danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Das wird ihm gleich besser gehen. Ja, kennt man auch, ne? Normal. Wieso geht das denn wieder nicht so schnell? Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinem Vogel und mir das Leben gerettet. Tausend Dank. Ah, hat sie Dank gesagt? Den Dank nehmen wir doch mal mit, oder was meint ihr, Freunde? Damit haben wir... Nein, ein zu wenig für ein neues Item. Wir machen uns dann auf dem Rückweg. Man sitzt sich im Dorf. Tschüss. Der Vulkan... Nee, warte, das war nicht, das war noch nicht die Flammen. Okay. Also ich persönlich finde Ranel fand ich die beste Flamme. Tatsächlich, ich persönlich. Kino-Spoiler. Du wirst noch sehen, warum. Nee, ich sag dir nur, was die beste Flamme ist. Mike, mein Schwesterchen ist wieder da. Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich bin so erleichtert. Danke, Mike. Oh. Deshalb sollen wir hier nochmal hin. Jetzt haben wir endlich genug. Und jetzt können wir uns nochmal eine Belohnung abholen. Bei unserem kleinen Dämönchen. Nee? Bei Nosferatu. So, Morsegos Hütte. Ich habe genug Güte für dich. Also nicht alles, aber schon mal ein bisschen weiter, dass wir ein paar Belohnungen abholen können. Habe ich nicht recht, mein Freund? Oh, ja, auf jeden Fall. Nimm das hier.
Die große Geldbörse, sie bietet viel mehr Platz als deine alte Geldbörse. 1000 Rubine. Bis zu. Okay. Das ist eine ganze Menge fehlender Güte, die du gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ich kann ja nicht Mensch werden. Was? Ach, so entstehen Truhen. Ich dachte, die werden hergestellt. Okay. Achtung! Sollte diese Truhe dann besser nicht öffnen? Darin befindet sich etwas sehr Gefährliches. Ich will aber. Ich sag's doch, öffne sie nicht. Nun, darin befindet sich die wohl fürchterlichste Medaille, die es gibt. Die Dämonenmedaille. Drückst du sie bei dir, wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Ist doch gut. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug... Oh. Wie schön. Nun, wenn du das bis hierhin anhörst, verstehe ich schon, dass es sehr verlockend klingt. Das schreckt dich nicht. Dann kommt es aber noch. Wenn du diese Medaille trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Bam, bam, bam. Und das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und deinen Schild nicht mehr einsetzen. Also das ist eigentlich gut, wenn man farmen möchte. Ja. Aber nicht für normales Gameplay. Das ist tatsächlich eine Sache, die weshalb ich diese Medaillen sehr oft mit mir rumtrage, weil ich öffne die Tasche sowieso so gut wie nicht und ich benutze auch keine Tränke. Weil ich bin einfach der Boss. Okay, machen wir die Truhe auf. Wir werden es nicht mitnehmen, ich werde das einfach in die Kiste packen, ins Lager. Dämonen-Medaille, trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als uns auf Rubine und Schätze stoßen. Doch Vorsicht, ein Fluch lastet auf hier, der dich das Öffnen der Tasche verhindert. Das ist ja perfekt. Das geht ja automatisch. Das war ja perfekt. Okay. Das ist Papa und das ist Mama. Wunderschön. Keine Ahnung. Dann gibt es noch eine einzige Sache, die ich noch machen möchte. Ich weiß nicht, wie ich das schneide. Vielleicht ist das schon eine neue Folge. Ich hab keine Ahnung. So, dann weiß noch, was das Einzige ist, was wir machen wollen. Wir wollen mit der Schwester vom einen ins Bett. Macht dein Link das hier? Genau. Das hört man dann einfach die ganze Zeit. Und Zelda, die dann unten ist, so die ganze Zeit auch nicht schon wieder Link. Der tritt dich. Hast du schon abonniert? Nein? Ich glitsch mich hier durch die Wand, keine Sorge. So, eine Sache wollen wir noch austesten. Und zwar, ist es mit Controller vielleicht sogar besser, diese Quest hier... Aua. Diese Quest zu erledigen. Vogel. Ach, der Vogel, der dafür wird er ja bezahlt, dass er gegen die Gebäude. Oh mein Gott! Warte, I'm invincible! Invincible! Okay, also ich muss sie. Also, wenn ich. Also, sagen wir es mal so, damit ich den ganzen Spoiler rausschneiden kann. Wenn ich mein Schwert verbessere, wird es später einfacher, dieses Minigame? Höchstwahrscheinlich, wenn es richtig so. Wenn das, was er sagt, stimmt, dann ja. Ich kann dieses Minigame einfach überhaupt nicht. Ich kann es wirklich nicht. Ja, Mike, ich bin auch nicht so gut in diesem Minigame gewesen. Ich habe auch, ich glaube, wirklich ein paar Stunden gebraucht. Aber es gibt viel, viel schlimmere Minigames meiner Meinung nach. Okay. Es gibt ein richtig ekliges Minigame, weil es wirklich ekelhaft ist. So, und nun werden wir endlich in die Wüste Ranel gehen. Leider ohne Ingi, der Ingi ist jetzt weg, aber er wird nochmal am Ende dabei sein. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das in der Wüste Ranel aussieht. Es ist schon lange her, dass wir dort waren. Aber, soweit ich weiß, war das ja irgendwie so, dass es hier überall Feuer gab, überall Lava. Es gab sehr viele nervige Gegner, das weiß ich noch. Es gab einen Vulkan, riesigen. Das war hier auf jeden Fall alles noch. Und ja, schauen wir mal, wie es hier in der Wüste Ranel nun weitergehen wird. So, ich weiß ja noch nicht, wo wir hin müssen, deshalb denke ich mal, gehen wir erstmal hier hin. Ja, let's go. Hoffentlich ist es hier richtig. Ich habe nämlich keine Ahnung, welches zu sein. Aber scheint richtig zu sein. Wir sind an der Ranel-Mine angekommen. Suche mit Dauersuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Ach, sind wir ja falsch? Moment, das ist der falsche. Das ist das falsche Ort, oder? Wüste Ranel. Oder ist hier richtig? Wollten wir zuerst zur Wüste oder wollen wir zuerst zu Eldin? Wo wollten wir nochmal hin? Okay, alles klar, ich habe nochmal nachgeschaut und eigentlich ist es ja jeder dritte Ort, weil der Vulkan kam ja dort vor, aber tatsächlich, wir sollen erstmal hier hin und nicht zu dem zweiten Gebiet. Also erstes Gebiet, dann drittes und dann zweites? Keine Ahnung, so soll es auf jeden Fall sein.
Und dann ist es wohl so. Und ich glaube, mit dieser Aurasuche können wir herausfinden, wo wir lang müssen. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ich sage euch Bescheid, wenn ich den Ort gefunden habe, wo wir hin müssen. Ha? Zum Dungeon? Okay. Scheinbar müssen wir zum Dungeon oder so. Gott, bitte greif mich nicht an. Viele Gegner, leider. Wo sind sie denn? Hier? Da? Also doch im Dungeon, oder nicht? Weil da sind hier sehr viele Gegner, vor denen wir besser wegrennen, würde ich behaupten. Oh Gott, da können wir nicht lang. Oder? Doch, maybe? Doch. Aber, aua! Da können wir durch den nicht durch, okay. Ja, da ein bisschen Damage genommen, aber ist okay. Wir haben ja sehr viele Leben tatsächlich mittlerweile, also... Sollte kein großes Problem mehr darstellen. Was mache ich denn den hier? Oh Gott, gegen den will ich nicht kämpfen. Oh, schaut mal da hinten. Seht ihr das? Da leuchtet was. Wahrscheinlich können wir hier die Harfe spielen. Dann spielen wir mal die Harfe. Das war's schon. Mehr müssen wir nicht spielen. Einfach nur drum. Oh, ich weiß ganz genau, was wir machen müssen. Okay. Ich glaube, das ist sogar einfacher. Aber hört sich halt schlechter an. Wunderschön. Und damit können wir wahrscheinlich wieder in diese Geisterwelt, habe ich recht? Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Dann wollen wir da genau das doch mal tun, oder? Und damit hoffe ich, dass diese Mission nicht so schwierig ist. Letzte war in Ordnung mit der Schwierigkeit her. Nicht einfach, aber auch nicht schwer. Das hier wiederum sieht schon mal schwieriger aus. Vor allem muss man bedenken, der Treibsinn existiert ja auch. Aber ich weiß nicht, ob der Treibsinn hier auch zählt in dieser Welt. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das hier nicht einfacher wird. Oh, da hinten kann man ja wegbomben, lol. Gebieter, Mike, Gebieter, in dieser Welt kann ich dir nicht folgen. Aber das weiß ja bereits. Ja, wir wissen dann ganz genau, was wir machen müssen. Und da haben wir das Seelengefäß wieder. Okay. Ja, ja, wir wissen es. Nein, ich bin bereit. Wir kennen das schon vom letzten Mal. Deshalb kann ich ja alles wegskippen. Wir fangen sofort an. Leider kein Schwert, keine Waffen, nichts. Und leider auch keine Bomben. Damit ich das frei bomben kann. Wo fangen wir an? Fangen wir hier an? Fangen wir hier an. Mhm. Aber jetzt geht's richtig los. Deshalb... Schnell das da hinten einsammeln. Oh, verdammt, da kann ich nicht stehen. Ja, okay. Das war anscheinend der falsche Weg, um lang zu gehen. Oh Gott, das habe ich aber auch nicht wirklich klug gemacht. Okay, ich glaube, ich soll einfach geradeaus laufen, oder? Versuchen wir das mal. Ja, ich habe es verstanden. Und ja, das habe ich auch verstanden. Wieso kann man das skippen? Nervig. Jetzt alles spannend. Genau, Nairus Träne. Letztes Mal war es ja wer anderes. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Nairu. Weiß nicht, wer das vor war. Pharaoh oder so. Hier ist auf jeden Fall eins. Wie viele waren das? 15? Ich meine, das waren 15 insgesamt. War dann. Okay, ich weiß nicht, wie ich das angehen will, weil das ist hier wirklich einfach nur so eine Spirale. Das ist kein gerader Weg wie beim letzten Mal. Okay, letztes Mal war auch nicht so gerade, aber. Auf jeden Fall mehr gerade als hier. Wie gesagt, hier ist einfach nur so im Kreis gehen. Oh, bitte sag mir nicht, dass hier oben was ist.
Nee, okay, sieht nicht danach aus. Das ist gut. Cam. Muss ein bisschen gedreht werden hier. Hinten ist was. Sehst du? Leuchten. Yeah. Genau, für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, dürfen nicht gesehen werden von den Geistern. Und wir müssen, bevor oben die Blüte verweht, müssen wir eine neue Träne, sag ich mal, wie auch immer die heißen, eingesammelt haben. Sonst ist es nämlich zu spät und die greifen uns wieder an. Genau, so war das. Zack. Oh Gott, okay, das gehe ich auf jeden Fall nicht klug an, glaube ich. Aber ich mache einfach mal und wir sehen, wie es funktioniert. Ja. Link hat Angst. Keine Sorge, Link. Solange ich an deiner Seite bin, brauchst du keine Angst haben. Oder ist das ein Grund, mehr Angst zu haben? Oh, da ist wieder eine Bombenstelle. Oh Gott, ich wusste wirklich später, ob vieles nachholen kann das sein. War hier nicht was? Geist? Hallo? Oh, du bist kein Geist. Achso. Okay. Oh, kann ich sinken? Das ist nicht gut. Kann ich hier geradeaus laufen? Ja. Perfekt. Jump. Okay. Da auch schnell hoch. Jetzt kurz ausruhen. So, wir können nicht mehr rennen. Machen wir den als nächstes? Ja, machen wir den als nächstes. Auch wenn das gefährlich ist mit den Geistern. Wir müssen da so oder so hin. Von daher. Wie komme ich da am besten rauf? Ist die Sache. Ich muss sagen, mit Controller zu spielen ist echt nicht schlecht. Also. Ich habe bisher noch keine großen Probleme feststellen können. So. Ich glaube, ich starte nur raus, wenn ich Fails mache. Heißt, für die, die es langweilig finden, diese Mission, können es auch einfach skippen. Oh, komm ich denn da durch? Ich muss mich hier mittendrin mitschleichen, oder? Ja. Ich muss mich hier zwischen den beiden verstecken. Killt er mich sofort? Nee, okay, er verschwindet dann. Alles klar, das ist nicht schlimm. Zack, die sind weg. Ah, okay, wir spawnen woanders. Ich dachte gerade so, nicht, dass er auf mir spawnt. Okay, hat das geklappt? Hat noch geklappt. Alles klar, perfekt. Was geht, Homie? Such die restlichen Dinger. Wie viel fehlen noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann haben wir ungefähr die Hälfte. Knapp. Hier ist das nächste. Super. Genau, hier ist das Tor gewesen. Das ist wieder ein Ding da. Lass ich jetzt liegen erstmal. Komm ich denn da hoch? Muss doch irgendwie hochgehen. Ah, hier. Hier geht's lang. Perfekt. Da war sogar einer eingesperrt. Seht ihr den? Der Arme. Oh nein. Oh nein. Der Arme ist da eingesperrt. Kann ich dir helfen? Nein? Schade. Ich hätte ihm geholfen. Auch wenn es wahrscheinlich mein Leben schwieriger gemacht hätte. Na gut. Okay, ich find's eigentlich ziemlich chillig bisher. Ah, da kann ich hochrennen. Ah, ich muss sogar auf ihn drauf. Ja, ich muss auf ihn drauf. Aber ich darf halt nicht hineinfallen, vermutlich. Wie mache ich das nochmal? Achso, das hier verschieben, oder? Und dann drüber rennen. So. Dumm. Und dann. Ja, so macht man das. Ja. Ich weiß nicht, ob man da durchfallen kann, aber ich hätte es ein bisschen Angst gehabt. Ich riskiere es lieber nicht. Könnt ihr es mir ja sagen, ob man da reinfallen kann, aber. Wenn ja, dann muss man auf jeden Fall aufpassen. Hab ich gehört. Oder er sieht mich vielleicht sogar. Okay. Also die sind sehr gefährlich. Die sind sehr gefährlich. Er ist direkt hinter mir. Der sieht mich hier. Oh oh. Wo ist das nächste Lehnste? Da hinten! Ist jemand bei mir? Ich hoffe nicht. Komm schon! Yes! Okay. Okay, der chillt einfach nur. Der kann da ruhig chillen, wenn er will. Oh doch, eins ist da ganz oben. Ich dachte, da wäre nichts. Oh. Okay. Okay, ich weiß, was ich machen will. Nicht dich. Oh, die haben mich. Was ist hinter mir? Er ist hinter mir.
Oder? War das gerade nicht? Ne, es sind nicht die Winde mehr. Okay. Gott, wie komme ich da hin? Und wo sind die anderen? Ist hier das Tor auf? Das Tor ist nicht auf. Da muss ich außen rum lang. Okay. Okay, ich weiß den Weg, den ich gehen möchte. Okay, das ist auf jeden Fall schwieriger. Aber gleichzeitig ist es... Obwohl, ich glaube, es ist eher schwierig, weil es ein bisschen nerviger ist, glaube ich. Okay, aber zumindest sehe ich jetzt bei diesem Ort, weil das so ein großes Feld ist, so ein großes offenes Feld, sehe ich zumindest, wo alles ist. Ha? Warte mal, ich sehe das von hier nicht, warte. Auge. Hä? Komm ich denn da dran? Das ist doch eins von denen, oder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh Gott, ich glaube, das habe ich vermasselt jetzt. Aber jetzt mal ehrlich, wie komme ich da dran? Naja, ich weiß. Ist alles hinter mir her. Die können fliegen! Verdammt. Sehr schlecht, sehr schlecht. Ich hab's verkackt, oder? Ich muss alles neu machen. Aber ich bin's auch nicht gut angegangen. Aber ich wusste auch nicht, wie es angehen soll. Okay, wenn ich das einsammle da hinten. Wenn ich das hinkriege. Dann ist das mal Ruhe. Ah nein, ich kann es nicht einsammeln. Das ist da oben. Das kann ich einsammeln, oder? Vielleicht? Bin ich schnell genug? Link! Okay. Alter, ich boah, puh. Damn. Oh, das ist böse. Okay, let's go. Ja, ja. Man darf nicht ins Wasser treten, ich weiß. Aber ich muss das jetzt machen. Das kann ich jetzt nicht schieben. Beeilung, Beeilung! Muss einmal außen rum. Muss einmal außen rum. Verdammt. Ja! Okay, das da oben kriege ich noch, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das andere kriegen soll. Oh, das Wasser, oder? Nee, das ist kein Wasser. Sand. Ich habe keine Ahnung, wie ich das andere bekommen soll. Das weiß ich wirklich nicht. Okay. Ja, hier kann ich hoch. Ich bin gerade überlegen, wie soll ich denn da hoch, wie soll ich denn da hochkommen an den Baum? Ich wüsste wirklich nicht, wie ich an den Baum hochkommen soll. Also ehrlich nicht. Okay, den haben wir. Danke. Den nehmen wir mal mit, wenn sie schon rumliegen. Da, da ist das letzte. Okay, ich darf mir Schaden nehmen, es juckt nicht. Okay. Erklärt das mir mal einer, wie komme ich denn da hoch? Was soll ich denn da schaffen? Das ist das letzte, wenn wir das haben und dann noch zurückrennen können in der Zeit. Dann sind wir durch. Moment. Wie roll ich? Wie mach ich die Rolle? Steuerung. Wo war die Steuerung? War die hier eine Option? Steuerungsart. Ja, aber wie war denn die Steuerung? Steht da nicht? Ich meine, vielleicht muss ich dagegen rollen, aber ich suche gerade, wie ich dagegen rolle, mit welchem Knopf. Welcher Knopf macht das denn? Es geht nicht, ich kann nicht rollen mit dem. Stopp. Okay, ich hole dafür jetzt meinen Joy-Con. Was ist das denn? Seht ihr? Wie soll ich mit dem Controller rollen? Ich muss jetzt die Joy-Cons mal rausholen. Ich laufe natürlich jetzt wieder um, aber... Trotzdem, was soll das?
Du hast Nairus Tränen gefunden. Dies hat seine Seele reifen lassen, Mike. Doch noch ist die Prüfung nicht vorbei. Begib dich vorsichtig zum Ausgang, um ein Zeichen deiner Reife zu erhalten. Okay. Okay, wir haben wieder voll aufgefüllt, meine ich. Wo muss ich denn lang? Wahrscheinlich dahinter, oder? Irgendwo da ganz hinten. Okay, das sollte ich hinbekommen. Ich hab genug Zeit dafür. Das ist doch alles Bing-Chilling hier, alles chillig. Aber ohne Witz. Mann, ich hab gar kein Zeitlimit. Die Blume geht nicht mehr weg. Okay, cool. Aber jetzt mal ohne Witz, ne? Okay, vielleicht kann man mit dem Controller dashen oder halt diese Rolle machen. Bestimmt geht das. Aber wenn nicht, weil ich hab's ja gerade versucht und es hat irgendwie nicht geklappt. Ich hab alles ausprobiert. Jeden einzigen Knopf, den ich finden konnte, hab ich ausprobiert. Ne? Wenn das aus irgendeinem Grund wirklich nicht gehen sollte, dann ist das ja unmöglich, das Spiel mit Controller durchzuspielen. Und das geht gar nicht. Außerdem, das war ein echt blöder Platz zum Verstecken, finde ich. Aber na gut. Na gut. Könnt ihr mir sagen, für Leute, die mit Controller spielen, ob das überhaupt möglich war zu rollen? Oder vielleicht finde ich es auch selber raus. Mal schauen. Wir kriegen aber jetzt den Greifhaken. Oh, das kommt aber sehr überraschend. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an einen Greifhaken ziehen oder an Efeu ziehen zu lassen. Aha. Ein Item fehlt noch. Dann haben wir alle Items? Maybe? Möglich, möglich. Aber wow, krass. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden und nun kannst du mit dem Greifhaken diese Dinger anvisieren. Dieser Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutze die Klauen der Kette, um dich an Efeu oder Greifhakenziele hochzuziehen. Das wurde mir literally gerade eben gesagt. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste, Gebieter. Ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. Ein Ort, den wir noch nicht betreten haben? Da gibt es hier aber, glaube ich, nur einen, bei dem das zustoßen könnte. Oder? Schauen wir mal beim nächsten Mal wieder vorbei, um es herauszufinden, ja? Like da lassen, Abo da lassen und wir sehen das dann, wie es abgeht. Ingi? Weißt du, wie wir die Folge beenden können? Okay, Ingi, es gibt nur eine Art und Weise, wie ich die Folge beenden kann. Nein! Abonniert mich.